Aktuell steht mir der GWM Grand Vol Motors ORA 03 mit der großen Batterie für Testfahrten zur Verfügung. Der ORA 3 bietet auf einer Länge von 4.235 mm und einer Gesamthöhe von 1.603 mm kompakte Abmessungen für bis zu 5 Passagiere. Der relativ große Radstand von 2.650 mm kommt in Gänze den Passagieren zugute, die erst recht in der 400-Plus-Ausstattung von der großzügigen elektrischen Sitzverstellung vorn profitieren. Das Kofferraumvolumen von immerhin 228 bis zu 858 Liter bei umgelegten Rücksitzen sollte für den Discounter ausreichend sein. Das große elektrische Glasdach bietet ein gleichermaßen luftiges und wertiges Innenraumgefühl. Dank 250 Newtonmeter Drehmoment setzt sich der ORA flüssig und spontan in Bewegung. Die maximale Leistung des permanent erregten Synchronmotors beträgt stolze 126 Kilowatt, 171 PS. Dank schlüssellosem Zugang kann es nach dem Anlegen des Sicherheitsgurts und Treten des Bremspedals losgehen. Die Fahrtrichtung wird mittels Drehwahlschalter eingelegt. Die Bruttokapazität der Batterie in Höhe von 63,1 Kilowattstunden sollte laut Bordcomputer für mehr als bzw. deutlich mehr als 300 Kilometer ausreichen. Ein Zwischenstand von 154 Kilometer Restreichweite bei 48% Batteriekapazität bestätigt diese Einschätzung. Ich wähle die Fahreinstellung mit der stärksten Rekuperation. Die ermöglicht es, viele Bremsmanöver allein mit dem Generator vorzunehmen. Der angezeigte Ladestrom liegt oftmals kurzzeitig über 30 Kilowattstunden und wird mit abnehmender Geschwindigkeit, wie es beim Auslauf zum Beispiel vor der rotlicht zeigenden Ampel sinnig ist, stufenlos gemildert. So genutzt sollten die vier Scheibenbremsen an allen vier Rädern eine besonders lange Lebensdauer aufweisen. Bei zu 100% voller Batteriekapazität ist diese mögliche Rekuperation der Bremse unabhängig von der Einstellung auf Null reduziert. Erst ab ca. 95% Füllgrad der Batterie wird wieder Strom auf diese Weise generiert. Mit der Begrüßung „Hey Charlie“ lassen sich vielfältige Funktionen wie Fensterradio, Schiebedach, Kofferraum sprachgesteuert bedienen. Dennoch bietet eine Durchsicht des 10,25 Zoll Dual Screen vielfältige Individualisierungsmöglichkeiten der fahrzeugbezogenen Einstellungen. Die 360-Grad-Kameras sorgen nicht nur beim Einparken für eine perfekte Hindernisüberwachung. Bis zu einer Geschwindigkeit von ca. 30 km/h werden beim Blinkvorgang automatisch die Totwinkelbereiche eingeblendet. Die Verkehrszeichenerkennung erinnert den Fahrer an die Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit und der Spurhalteassistent gibt sanfte Impulse schon bevor ein mögliches Abweichen erfolgt. Ich habe mal folgende Rechnung aufgestellt. Bei einer jährlichen Gesamtfahrleistung von 10.000 Kilometer benötigt der ORA 03 mit der großen Batterie in der Regel zwei volle Batterieladungen im Monat. Das hört sich erstmal wenig an und lässt sich entweder an der privaten Wallbox oder auch mit öffentlichen Ladestationen prima bewerkstelligen. Der nächste Punkt ist: GWM hat eine aktuell laufende Aktion, die sich nennt elektrischer Fahrspaß für alle. GWM ORA 03 startet mit 12.000 Euro GWM Elektroprämie und 149 Euro Leasing. Das heißt, der ORA 3 startet bei 26.990 Euro bzw. 149 Euro im Monat. Diese Aktion endet erstmal in diesem Monat.